Wir haben ein herausforderndes Unterfangen vor uns und wollen in den folgenden Minuten einen Blick in das Leben und Wirken von Pfarrer Wilhelm Busch werfen. Vorweg sei gesagt, es handelt sich hier nicht um den humoristischen Dichter und Zeichner, der ebenso Wilhelm Busch heißt und der uns hier in Niedersachsen naheliegen würde. Wir sprechen von dem Pfarrer Wilhelm Busch, der zwar einen auch guten Humor hatte, aber mit seiner öffentlichen Verkündigung und auch schriftstellerischen Arbeit in allererster Linie ein geistliches Anliegen verfolgte, nämlich Jesus Christus und sein Reich bekannt zu machen. Warum sollte man sich mit Biografien eigentlich überhaupt beschäftigen? A.W. Tozer sagte einmal, Selbstzufriedenheit ist der Todfeind jeglichen geistlichen Fortschritts. Und ich denke, deshalb ist es wichtig, immer wieder mal Biografien zu lesen. Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, um aus ihrem Leben zu lernen, was Gott durch sie gewirkt hat. Und im Rückschluss auf diesen Satz von A.W. Tozer können wir auch und vor allem von dem lernen, was Gott durch Männer und Frauen gewirkt hat, durch die Beschäftigung mit ihren Biografien nämlich, lernen wir aus ihren Fehlern, aber auch aus ihrem vorbildlichen Lebenswandel. Aber da müssen wir zu Beginn schon eine sonderbare Feststellung machen. Wilhelm Busch selber wollte eigentlich gar keine Biografie über sein Leben. Wiewohl er in seinem Buch Plaudereien in meinem Studierzimmer immer wieder Personen, die ihn in der Vergangenheit geprägt haben, aufgreift, hat er keine richtige Biografie entstehen lassen und wollte auch nicht zu seiner Lebenszeit, dass eine solche verfasst wird. Der Grund, warum wir uns dennoch seinem Leben widmen, sei kurz dargelegt. Wilhelm Busch schreibt in der Biografie, die er über seinen Bruder Johannes Busch verfasst hat, man kann das Leben eines Mannes nicht trennen von seinem Werk. Und so fährt er dann fort und führt das Leben von Johannes Busch, seinem Bruder, an, der vor ihm dann verstorben ist, und nimmt das als Anlass dazu, das Leben nicht von dem Werk einer Person zu trennen. So ist es auch bei Pfarrer Wilhelm Busch, dessen Werke so viele Menschen erreicht und gesegnet haben. Und da muss man sich doch auch mal etwas näher diese Person anschauen dürfen. Und darüber hinaus liegt das Anliegen dieses Lebensbildes in einem biblischen Befund begründet, der mit Verlaub höher steht als Buschs selbstloser Verzicht auf eine Biografie. Denn Hebräer 13, Vers 7 sagt, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort gesagt haben. Ihr Ende schaut an, folgt ihrem Glauben nach. Was Hebräer 13, Vers 7 sagt, das greift Wilhelm Busch später selber einmal auf in der Biografie, die er über seinen Vater verfasst, nämlich Pastor Wilhelm Busch, der Dr. Wilhelm Busch promoviert war. Wir kommen auf ihn gleich nochmal kurz zu sprechen. Diese Biografie heißt Pastor Wilhelm Busch, ein fröhlicher Christ, Geschichten und Erinnerungen. Das hat Wilhelm Busch geschrieben, 1936 veröffentlicht. Und dort zitiert er auch Hebräer 13, Vers 7 und erinnert daran, gedenkt an eure Lehrer. Und dieses griechische Wort gedenken meint sich erinnern, gedenken und steht in der hebräischen Tradition. Der Hebräerbrief ist ja an Juden gerichtet, die das hebräische Wort Zachar sich an etwas erinnern kannten, weil das im Alten Testament immer wieder aufgegriffen wird. So zum Beispiel auch in 5. Mose 32, Vers 7. Und dieses Gedenke ist sehr stark in der jüdischen Kultur, im jüdischen Glauben verwurzelt, wie das im Alten Testament immer wieder sich findet. Denke an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frage deinen Vater, der wird dir es verkünden. Deine Alten, die werden dir es sagen. Gedenke. Wenn wir uns heute Abend also dem Leben und Wirken Wilhelm Buschs widmen, in diesem Gedenken, wollen wir das mit dem Ziel tun, von seinem Vorbild und Glauben zu lernen. Wilhelm Busch war ein Mann, der mit seiner Verkündigung für den Namen Jesu in Flammen stand, der für den Herrn brannte, aber als Sünder auch Dorn hatte und lernte Tag für Tag aus der Gnade Gottes zu leben. Unsere Agenda heute ist dabei wie folgt. Wir schauen uns den bekannten Wilhelm Busch an, den bekehrten Wilhelm Busch und den bekennenden Wilhelm Busch, was dann die meiste Zeit dieses Vortrags einnimmt. Wir beginnen mit dem bekannten Wilhelm Busch. Wer war dieser Mann? Er war ein Mann, der zwei Weltkriege überlebte. Während er im Ersten Weltkrieg noch an der militärischen Front stand, stand er während des Zweiten Weltkrieges an der geistlichen Front. Er war ein Mann, der wie ein Blitz auch inmitten der Finsternis des Dritten Reiches
durch seine Vorträge und Predigten unzähligen Menschen zu Jesus Ruf. Er war ein Mann, der sich öffentlich gegen ein soziales und politisches Evangelium aussprach und für das biblische Evangelium eintrat und es predigte. Er war ein Mann, dessen berühmtes Werk Jesus, unser Schicksal, das eine Sammlung ausgewählter evangelistischer Predigten enthält, nach seinem Tod in mindestens 36 Sprachen übersetzt wurde und Millionen von Menschen erreicht hat und dadurch unzählige Menschen geprägt hat. Ja, er war ein Mann, oder mit Verlaub, um im biblischen Bild zu bleiben, ein Busch, der für Jesus brannte, ein Busch on fire. Viele bekannte Verkündiger der heutigen Zeit wurden stark von Wilhelm Busch geprägt, so auch Pastor Nestvogel, der zum Beispiel in der vergangenen Predigt von letzten Sonntag Glaube im Streckverband zwei spannende Beispiele von Wilhelm Busch aufgegriffen hat. Das sei hier nochmal zum Nachhören empfohlen. Und die mutige Verkündigung von Wilhelm Busch hat auch Pastor Nestvogel stark beeinflusst. Er ist mit Wilhelm Busch auch der Überzeugung, dass Menschen sich keinen größeren Schaden hinzufügen können, als Gott zu ignorieren. Und so wurde Pastor Nestvogel auch stark durch seine Verkündigung und auch durch die Literatur beeinflusst. Und es ist schön, weil wir bis zum heutigen Tag sowohl Literatur, aber auch Aufnahmen von seinen Predigten erhalten haben. Und wir fragen jetzt, wer war Wilhelm Busch? Er war der bedeutendste evangelische deutsche Pfarrer im 20. Jahrhundert und prägte durch seine Schriften und eben diese Predigten unzählige Generationen. Und wie gesagt, es gibt eigentlich keine richtige Biografie über Wilhelm Busch. Es gibt aber eine Doktorarbeit von Dr. Wolfgang Becker, der in seiner Dissertation an dieser Stelle am Anfang einige Lebenslinien von Wilhelm Busch aufgreift und sie zusammenführt. Und das ist sehr hilfreich, um einfach auch den Hintergrund von Wilhelm Busch zu verstehen. Und Wilhelm Busch hat, wie schon erwähnt, in Plaudereien auch von einzelnen Szenen aus seinem Leben von Männern, die ihn geprägt haben, beschrieben. Aber an dieser Stelle finden wir doch nochmal ein umfassenderes Werk, was genau das einordnet, was auch sonst noch so gewesen ist in Wilhelm Busch seinem Leben. Wenn wir uns weiter noch etwas beschäftigen und viele Informationen von denen, die ich jetzt auch hier weiter einfließen lasse, kommen aus diesem Buch. Zum Hintergrund von Wilhelm Busch, sein Vater, der eben auch Wilhelm hieß, er war Doktor der Philosophie, zunächst in Elberfeld auch tätig, später dann auch in Frankfurt am Main. Wilhelm Busch, seine Mutter, Johanna Busch, geboren Kulln. Sie stammt aus dem schwäbischen Hülben, also aus dem Pietismus auch. Wilhelm Busch hatte einige Brüder, so Johannes und Friedrich Busch, beide wurden dann auch Theologen. Noch Theodor, der aber sehr früh starb, und auch fünf verheiratete Schwestern. Insgesamt waren es 9 Kinder. Am 27. März 1897 wurde Wilhelm Busch in Elberfeld als zweites Kind des Pfarrers Dr. Wilhelm Busch und seiner Frau Johanna geboren. Die Familien Busch und Kullen sind Teil einer großen Segensgeschichte. Der Vater hatte zu Beginn des Jahres 1897 gerade seine erste Pfarrstelle in einem Arbeiterbezirk in Elberfeld angetreten. Mutter Johanna stammte aus dem Lehrerfamilie Kullen im Dorf Hülm auf der Schwäbischen Alb. Und diese Familie war tief im württembergischen Pietismus verwurzelt. Und es wird berichtet, dass Wilhelm Busch als Kind häufig krank war, geht regulär zur Schule, wo er aber große Probleme auch zu haben schien. Das entnimmt man einem Bericht einer Ärztin, die dann später schreibt, und so berichtet Becker. Sie rät allerdings dazu, diese Probleme nicht überzubewerten und will vor allem bei den angesprochenen Frauen Verständnis für das empfindliche Ehrgefühl des Knaben wecken und bescheinigt dem immerhin fast 13-Jährigen einen guten Kern und ein zartes Gemüt. Sie verweist auf außerschulische Begabung und Erziehungsziele und will die Familie damit trösten, dass ja noch mehr kleine Buschmänner es gäbe, aus denen Gelehrte werden könnten. Wilhelm Busch macht ein Notabitur in Frankfurt. Er wird dann 1915 in den Ersten Weltkrieg in ein Frankfurter Artillerieregiment eingezogen. Wir erinnern uns, der Erste Weltkrieg dauerte 1914 bis 18. Busch wird mit 20 Jahren zum Artillerieleutnant. Er wird während des Krieges 4 Jahre lang an der Westfront eingesetzt und erlebt am eigenen Leib die Schrecken des Krieges. Was Krieg bedeutet. Es sind traumatische Erinnerungen, die ihn viele Jahre bis in die Träume hinein verfolgen. Einige seiner Verwundungen stammen sehr wahrscheinlich eben aus dieser Schlacht von Verdun, nämlich an seiner linken Hand und an einer Schlagader. Busch hat darüber hinaus ein lebenslanges Ischiasleiden, dessen Ursprung in den Kriegsjahren zu finden
ist. Und als er später mal eine Lähmung hat, geht er nach Bad Oeynhausen und erfährt dort dann eine Kur und damit auch Stärkung und Besserung. Busch selber war Pfarrerssohn, aber war nicht bekehrt. Dass man aus einem gläubigen Elternhaus kommt, heißt noch lange nicht, dass man Christ ist. Man wird ja auch nicht automatisch zum Auto, wenn man in einer Garage geboren wird. Oder anders ausgedrückt, pflegen Christen auch zu sagen, Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Und das müssen wir werden, weil wir es von Natur, von Geburt an nicht sind. Über seine Kriegsjahre sagt Busch, das Christentum, das ich von zu Hause mitgebracht hatte, ging in Fetzen davon. Ab und an kam er nach Hause und während er an einem Weihnachtsfeiertag noch von der fröhlichen Gemeinschaft und der Lieder zu berichten weiß, fehlt es ihm darauf folgend, in dem darauf folgenden Jahr, als er dann von seinem Vater auf seinen Glauben auch an Gott angesprochen wird, dann antwortet Busch Karg, so ein Narr bin ich nicht, dass ich Gott leugnen wollte. Sicher muss es einen Gott geben, aber sieh, Vater, er interessiert mich nicht. Er beschäftigt mich nicht. Er mag irgendwo sein und ich bin hier. Er hat meinen Weg noch nicht gekreuzt. Zurück an der Front. Nach einem langen Stellungskrieg kommt es dann aber im Frühjahr 1918 zu einem einschneidenden Ereignis. Das bringt uns vom bekannten Wilhelm Busch zum bekehrten Wilhelm Busch. Und wir greifen an dieser Stelle auf das Buch Plaudereien in meinem Studierzimmer zurück, wo Wilhelm Busch genau das aufnimmt, was jetzt passiert. Es kommt nämlich zu seiner Bekehrung. Und wir holen ein bisschen weiter aus, was er zuvor noch anfügt, weil es einfach den Rahmen der Situation trifft. Die Stadt Frankfurt, damals eine große Förderin der Kunst, sagt Busch, hatte hinter dem berühmten Städelmuseum einige Ateliers gebaut, die namenhaften Künstlern zur Verfügung gestellt wurden. Wie oft bin ich durch diese Maler- und Bildhauerwerkstätte gestrichen? Bei den jüngeren Künstlern war man wie zu Hause. Ich sah den Bildhauern zu, wie sie aus einem Marmorblock oder einem ungefügten Stein allmählich das Bild herausholten, das sie schon vorher darin sahen. In Steinhauses Werkstatt allerdings wagte ich mich selten. Ich hatte eine unbegrenzte Ehrfurcht vor diesem Mann. Damals entstand in mir der Wunsch, mein Leben der Kunst zu weihen. Weil ich aber bald entdeckte, dass mir zur Ausübung alles fehlte, wollte ich später Kunstgeschichte studieren. Ich dachte es mir herrlich, ganz und gar in dieser Welt der bildenden Kunst aufzugehen. Und da wir doch am Plaudern sind, ist hier vielleicht der Platz zu berichten, wie mir dieser Lebensplan zerschlagen wurde. Es war im Ersten Weltkrieg, 1915. War ich als junger Kriegsfreiwilliger in das Heer eingetreten. Begeistert war ich bei der berittenen Artillerie, dass der Krieg eine fragwürdige, ja ungöttliche Sache sei. Dieser Gedanke kam mir auch nicht von ferne. Mit Leib und Seele lebte ich in der militärischen Welt, leider auch in der völlig ungöttlichen Atmosphäre. Das Christentum, das ich von zu Hause mitgebracht hatte, ging in Fetzen davon. Und als ich mit 19 Jahren in einem aktiven Regiment Offizier wurde, war mein Stolz ungeheuer. Da gab es keine Hemmung mehr. Man lebte an der Grenze des Todes. Nach der Regel, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber dann kam die Stunde, da Gott in mein Leben eingriff. Neben mir starb ein Kamerad. Und plötzlich fiel die Frage über mich her, wo ist dieser jetzt? Ich brauchte keinen Pfarrer, um zu wissen, der steht jetzt vor Gott. Die Frage bohrte weiter, wie wenn es mich getroffen hätte. Dann stünde ich jetzt vor Gott, ich, der alle Gebote Gottes mit Füßen getreten hat. Jetzt fielen die Schrecken der Hölle auf mich. Alles war vergessen, was ich je vom Evangelium gehört hatte. Wer konnte mir raten? Als wir in Ruhestellung kamen, suchte ich unseren Militärpfarrer auf und fragte ihn, was muss ich tun, damit ich nicht in die Hölle komme? Der arme Mann war von der Frage völlig verwirrt und stammelte nur, Herr Leutnant, machen Sie sich doch keine Skrupel. Wer für das Vaterland stirbt, stirbt wohl. Zuerst wollen wir nur den einen einzigen Gedanken haben, dass wir siegen müssen. Sie wissen es auch nicht, erklärte ich bitter und ging ohne Gruß davon. Ein Vierteljahr lang quälte mich eine entsetzliche Unruhe. Eines Tages, wir waren wieder einmal hinter der Front, räumte ich meinen Koffer auf, der bei dem Gepäck blieb. Am nächsten Tag sollte es wieder an die Front gehen. Dabei fiel mir eine Bibel in die Hand, die meine Mutter mir beim letzten Urlaub in den Koffer gesteckt hatte. Auf dem ersten Blatt
stand in der mir so treuen Handschrift, meinem lieben Sohn. Und dann der Spruch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Hier muss Licht für mich sein. Ich blätterte in dem Buch und mein Blick fiel auf das Wort aus 1. Timotheus 1, Vers 15. Der Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, das verloren ist. Da schlug ein wie ein Blitz. Verloren war ich, selig werden wollte ich. Jesus also war der rechte Helfer für mich, ich übergab mich ihm. Das war nun die große Wendung in meinem Leben. Ich habe damals erlebt, wie der lebendige Herr Jesus selbst seine Schafe sucht und ruft. Und heute weiß ich auch, dass meine Eltern in jener Zeit nicht nur um meine Bewahrung im Krieg, sondern vor allem um meine ewige Rettung gebetet haben. Solche Gebete werden erhört. Solche Gebete sind wie ein Gummiseil, das man weit ausziehen kann und das doch festhält. Immer klarer wurde mir von da an, du musst Pfarrer werden und jungen Menschen sagen, wie sie selig werden können. Dieser Wunsch ist mir erfüllt worden. So ging ich also der Kunstgeschichte verloren. Busch war also im Gespräch mit einem Leutnant-Kollegen. Dieser war gerade dabei, oder sie unterhielten sich und wurde ein trägiger Witz erzählt und dann traf ein Bombensplitter den Kollegen und Busch dachte sich, was wäre, wenn ich dort gesessen hätte. Ihn traf jetzt nicht der Bombensplitter, aber ihn traf die Realität des Gerichtes Gottes. Dass Gott existiert, dass dieser jetzt vor Gott steht. Oh ja, dass Gott auch heute noch so manchen die Realität der Heiligkeit Gottes, die Ewigkeit und die Kurzlebigkeit vor Augen stellen möge. Dass wir alle eines Tages mal offenbar werden müssen und vor Gott stehen müssen. Was dann? Dem Bekannten und Bekehrten Wilhelm Busch folgte nun der bekennende Wilhelm Busch. Und dieser Teil wird uns nun für die restliche Zeit beschäftigen. Wenn wir uns Wilhelm Busch als den bekennenden Wilhelm Busch anschauen, dann müssen wir zunächst sehen, dass er als Theologe in Tübingen zunächst evangelische Theologie studierte von 1919 bis 1921, unter anderem auch bei Professor Adolf Schlatter und Karl Heim. Er trifft dort auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Studienkollegen, Paul Schneider, der zeitgleich in Tübingen Theologie studiert und später als Prediger von Buchenwald bekannt ist. Schneider wird später ja im KZ für seinen Glauben sein Leben lassen. Busch muss sich zunächst mit der Bibelkritik in Tübingen auseinandersetzen, die ihm hier und da sehr zu schaffen macht und er nahezu verzweifelt, wenn er nicht den besten leiblichen Theologen zur Seite gehabt hätte, der ihm die stärkste Stütze war, seine Mutter, die ihm immer wieder seelsorgerlich Rat gab und immer wieder Briefe schrieb. Busch wird darauf Lehrvikar in Gellershagen bei Bielefeld und dort bleibt er einige Zeit als Hilfspfarrer. Er wird Pfarrer dann auch in Essen und später auch Jugendpfarrer. Und darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Allerdings wollen wir einmal nochmal festhalten, dass Busch, ähnlich wie sein Vater, es anvisiert zu promovieren. Er wollte über Johann Gottfried Herder promovieren, ein Zeitgenosse Goethes. Und Busch hatte sich intensiv auch mit Goethe beschäftigt und wollte jetzt diesen Theologen Herder einmal etwas näher untersuchen und inwiefern er im Hinblick auf die hebräische Sprache in der Poesie ganz neu dem Inhalt des Alten Testaments sich zuwandte und dann von der Aufklärung abgewandt habe. Aber es führt im Letzten dazu, dass er sich zwar sehr intensiv mit beschäftigt, aber im Letzten nicht weiter an dieser Promotion arbeitet, wie es Becker dann auch selber zitiert, und es aufgibt, weil er im Letzten seiner Pflicht als Pfarrer nachgeht und dann auch sagt, ich wollte schlichter Frontsoldat Jesu Christi sein, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Für Wilhelm Busch war es einfach nicht dran. Als Buschs Vater stirbt, wirkt sich das als weiterer Katalysator aus. Die Söhne Wilhelm und Johannes Busch entschließen sich nämlich am Sarg des Vaters 1921, sein geistliches Erbe, insbesondere die evangelistische Verkündigung, aufzunehmen und weiterzuführen. Das taten sie auch, und zwar derart, dass Pastor Kemner über die Busch-Brüder zu sagen pflegte, ein Busch ist mehr wert als ein ganzer Wald von Pastoren. Nach seinem Studium während seinem Lehrvikar in Gellershagen bei Bielefeld, das müssen wir noch anfügen, lernte er Emmy Busch kennen. Sie heirateten 1923 und 1923 war für die Weimarer Republik ein Krisenjahr. Für Ehepaar Busch war es ein Segensjahr. Sie heirateten
Das war für 100 Jahre, müssen wir uns vorstellen. Aber es war für die Weimarer Republik ein Krisenjahr. Und wir haben hier nochmal eine Übersicht, die etwas Aufschluss geben soll, nochmal über die Situation der damaligen Zeit. 1923 gab es übrigens auch den Hitlerputsch, Schicksalsdatum 9. November. Es kam dann auch zu der Hyperinflation und das war eine große Krise der Weimarer Republik. Und wir sehen hier nochmal den grünen Balken, wie Pfarrer Wilhelm Busch in dieser Zeit gelebt hat. Und wir sehen auch die Zeitgenossen, die zu seiner Zeit auch gelebt haben und auch was für Ereignisse da noch gewesen waren. Wir kommen darauf auch gleich nochmal etwas näher zu sprechen. Und die NSDAP, Hitler, sie haben am 9. November 1923 diesen Putsch gewagt in München. Es ist dann gescheitert. Hitler kam ins Gefängnis, kam ja später wieder raus. Und auf die Ereignisse im Detail kommen wir dann auch nochmal, wenn es um den Kirchenkampf geht, zu sprechen. Wir wollen uns jetzt einmal nochmal Buschs Familie zuwenden. Und zwar sagt Busch in eigenen Worten über die Ehe mit seiner Frau: Sie ist nicht nur eine gute Hausfrau und die Mutter meiner Kinder, sondern auch, wie die Bibel sagt, die Hilfin, die um ihn sei. Bei vielen Manuskripten von Predigten, Büchern und Aufsätzen hat sie korrigiert, kritisiert und Korrektur gelesen. Kurz, für mich ist sie die beste aller Ehefrauen. Gott schenkte das Ehepaar Busch 6 Kinder, gegeben wurden. 2 würden allerdings relativ früh sterben. Wir sehen hier auf der linken Seite einmal Familie Busch mit den Kindern, dann auf der rechten Seite nochmal Emi und Wilhelm Busch in Bad Liebenzell. Dann sehen wir hier noch einmal die Auflistung der Kinder, die Ehepaar Busch geschenkt wurde. Und 6 Kinder wurden ihnen geschenkt, 2 starben relativ früh. Eberhard Busch starb bereits mit 14 Monaten, sehr tragisch. 1931 wurde er geboren, 1933 starb er dann. Wilhelm Busch, der Sohn von Wilhelm Busch, wurde 1924 geboren und dann 1944 kam er um, und zwar im Zweiten Weltkrieg. Er wurde mit 18 Jahren eingezogen, und zwar an die Russland, in Richtung Russland, dort an die Front. Er litt an der Blutgerinnungskrankheit, wurde trotzdem eingezogen und starb und verblutete dann auf dem Schlachtfeld. Man fand in seinen Kleidern ein blutbeschmiertes Zettel mit dem Psalm 23 drauf. Ja, und dann haben wir hier noch weitere Töchter von Wilhelm Busch: Hannah, Elisabeth, Margarete und Renate Busch. Beziehungsweise mit den jeweiligen angeheirateten Nachnamen. Ja, hier nochmal ein paar weitere Bilder von Wilhelm Busch. Links auf dem Bild finden wir ihn beim Pfingstmissionsfest 1966. Rechts noch einmal Wilhelm Busch mit Pfarrer Lienhard Pflaum, der Vater von Johannes Pflaum. Und hier nochmal Wilhelm Busch bei einer Trauung 1954. Ja, und so war es so, dass dann 1924 Busch Pfarrer in einem Bergarbeiterbezirk in Essen im Ruhrgebiet wird. Und da gibt es einige Erzählungen, die er aufgegriffen hat und die auch in diesem Büchlein Wilhelm Busch, kleine Erzählungen und Jesus unser Schicksal, niedergeschrieben sind, sehr zu empfehlen. Ja, und Busch erfährt bei dieser Bergarbeiterarbeit, wo er evangelisiert, wo er zu den Menschen nach Hause geht und versucht, sie für Christus zu gewinnen mit dem Evangelium, erfährt er, was in Jeremia 23, Vers 29 steht: Gottes Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Er berichtet von den unterschiedlichsten Begegnungen. Und wir müssen uns vorstellen, die Situation der Bergarbeiter war dramatisch. Die Hyperinflation, die sozialen, finanziellen, politischen Konflikte. Und Busch versuchte durch eine Bibelstundenarbeit, die ganz klein anfing, einen Samen zu sehen, und es gelang. Gott schenkte es, dass mehr und mehr Menschen zum Glauben finden, aber es war zunächst ein sehr harter Boden, und davon wollen wir uns auch nochmal ein paar Beispiele anhören, die wir jetzt im Folgenden einmal mit seiner eigenen Stimme uns zu Gemüte führen. Zum einen die Seifenkiste Rede angesichts des Bergarbeiterstreits, von dem Wilhelm Busch in den nächsten 5 Minuten berichtet. Da muss ich Ihnen eine nette Geschichte erzählen. Als ich ganz junger Pfarrer war, 27 Jahre, hatte meine Haare alle noch und war also
Da kam ich nach Essen und ich war kaum da, da brach damals ein Bergarbeiterstreik aus. Mit gewisser Berechtigung, die Bergarbeiter waren miserabel bezahlt, es war schreckliches Elend. Und an jeder zweiten Ecke eine Kneipe, wo sie haltlose Geld hintrugen. Es war schon schauerliche Verhältnisse. Und da war dieser Streik und mein ganzer Bezirk, ein Bergarbeiterbezirk, der kochte alles. Und da gehe ich so über einen Platz in der Mitte meines Bezirks und da steht am Rand so ein Seifenkistenredner auf so einer Kiste, nicht? Und um ihn vielleicht 100 Männer und redet, ich weiß nicht, was er redete. Mittendrin unterbricht er sich, er hat mich erkannt. Ah, sagt er, da drüben geht ja so eine schwarze Drossel, so nannten sie das immer, so ein Pfaffe, komm mal her. Und wenn ich freundlich eingeladen werde, dann komme ich, wenn es irgendwie möglich zu machen ist. Also ging ich, darum bin ich nach Cannstatt gekommen, nicht? Also ging ich dahin. Und das war ein unvergessliches Bild, nicht wahr? Da stand dieser Kerl, so schwarz und tolle, auf der Kiste, auf der Seifenkiste und um mich die 100 Männer und hat mir Platz gemacht und ich stehe also vor ihm. Und dann kam die ganze Bitterkeit seines Herzens raus. Du, Pfaffe, sagst doch, dass es einen Gott gibt. Ja, sag ich. Gott lebt, kannst du doch. Also, sagt er, wenn dieser Gott wirklich lebt, was ich nicht glaube, dann will ich einmal, wenn ich gestorben bin, so sagt er, vor seinen Thron treten. Und dann will ich sagen, Gott, du hast zugelassen, dass Kinder verhungert sind und dass andere prassen und wissen nicht, wohin mit ihrem Gelde. Du hast zugelassen, dass Tausende von Menschen zerfetzt wurden auf Schlachtfeldern. Du hast zugelassen die Ungerechtigkeiten der Welt. Du hast zugelassen, dass Männer sich besaufen und ihre Frauen verprügeln. Du hast zugelassen. Und dann zählt er also alles auf, was es gibt, nicht? Und schloss mit den Worten. Und dann will ich sagen, hinweg mit dir, Gott! Und wie er so weit gekommen war, da brüllte ich wacker mit, hinweg mit diesem Gott! Na, nu, sagte er, Sie sind doch Pfarrer. Ja, sag ich. Ja, da können Sie doch nicht sagen, hinweg mit diesem Gott. Doch, doch, sage ich, hinweg mit diesem Gott! Das kann ich verstehen. Da sage ich, hör mal her, Mensch, geh mal runter von der Kiste, lass mich mal rauf. Und dann stieg ich auf die Seifenkiste und er ging runter. Und da habe ich gesagt, stell dir doch mal vor, Mann, ein Gott, vor den du hintrittst und reißt die Schnauze auf so weit, nicht? Und sagst am Schluss, hau ab, den Gott gibt es nicht. Den gibt's bloß in deinem Köpfchen. Den hast du dir eingebildet, das sind Götze. Also alle selbstgemachten Götter sind Götzen. Ein Gott, den du anklagst. Und du riefst Richter, den gibt's gar nicht. Aber, sagte ich von meiner Seifenkiste jetzt, oder von seiner Seifenkiste, sagte ich, aber es gibt einen wirklichen, lebendigen Gott. Und du wirst mal vor ihm stehen. Und dann fragt er, wie konntest du, ich kenne dein Leben nicht, sage ich, aber Gott hat zu fragen und dann wirst du auf 1000 Fragen nicht eine antworten können. Und dann könnte es sein, dass Gott sagt, hinweg mit dir. Und den Gott gibt es, der uns fragt und der uns anklagt und der uns wegjagen kann. Den Gott gibt es. Und es ist überhaupt die Albernheit, wenn wir anfangen, wie kann Gott alles zulassen. Da kommt schon die ganze Verrücktheit unserer Zeit raus, dass man Gott so harmlos gemacht hat. Vielleicht ist die Kirche mit dran schuld, ich weiß es nicht, dass man immer vom lieben Gott redet. Wir sollten uns wieder fürchten vor Gott. Wir stehen alle mal vor ihm. Und dann wird das Heimliche ihres Lebens offenbar werden. Und dann kann man in die Hölle kommen. Und vor diesem Gott sollten wir uns fürchten. Und dann bleibt uns die Anklage im Hals stecken. In dem nächsten Stück, was wir aus einem Vortrag rausgeschnitten haben, hören wir, wie Wilhelm Busch eine besondere Begegnung hat, die dann später auch er immer wieder erzählt hat, und zwar von Amsel. Und es ist ein Mann, der im Rollstuhl, an so einen Rollstuhl gefesselt ist und der zunächst Gott total ablehnt, aber den Gott dann doch heimsucht. Und diese Geschichte ist überschrieben mit: Das Schweigen Gottes kann zum Rufen werden. Und es ist sehr beeindruckend, wie Busch hier auch in seinem Vortrag über das Leid, wie kann Gott das zulassen, dieses Beispiel anfügt und zeigt, dass es keine hoffnungslose Situation gibt und dass Jesus stärker ist.
Ach, ich möchte Ihnen zeigen, welch ein Licht im Kreuze Jesu ist. Und wenn Sie jetzt in der Dunkelheit sind, dann möchte ich Ihnen sagen, es kommt nicht darauf an, dass Sie begreifen, warum, sondern wozu. Wozu? Und das kann ich auch nur an einer Geschichte deutlich machen, die habe ich schon tausendmal erzählt, auf sämtlichen Tonbändern aufgenommen. Aber ich muss sie einfach hier erzählen, sie gehört her. Eine meiner schönsten Erfahrungen als Pfarrer. Da war ich als ganz junger Mann, wie gesagt, noch damals mit allen Haaren auf dem Kopf, in einen Bergarbeiterbezirk bekommen, der schrecklich war. Schrecklich. Und es war alles atheistisch und allmählich sammelte sich ein Kreis von Männern, die gläubig wurden. Alles so junge Kerle zwischen 20 und 30. Gott holte sie raus, nicht? Wie ich die Fahne hisste, die Kreuzesfahne, da kamen die Menschen zum Glauben. Und eines Tages sagen meine Männer, du Busch, wir sagten alle du zueinander, da ist in der Frillendorfer Straße einer verunglückt, auf dem Püt, also im Bergwerk. Dem ist ein Stein auf die Wirbelsäule gefallen. Von da ist er Querschnitt gelähmt. Der braucht oft ein kleiner Schlag nur auf die Wirbelsäule und dann ist man von da ab gelähmt. Und der heißt Amsel und der ist so verzweifelt. Er ist vom Krankenhaus entlassen, er ist gelähmt. Geh mal hin. Und da ging ich hin zu Amsel. So ein lustiger Name, nicht Amsel. Er ist jetzt im Himmel und ich darf ruhig von ihm erzählen. Ich ging zu Amsel hin und komme in die Bude rein und da ist die Hölle. Da sitzt er in so einem Fahrstuhl, um ihn rum seine Kumpels. Karten, Fluchen, Lärm, Schnaps. Und wie ich reinkomme, ist ein Moment stille. Und dann geht's los. Die schwarze Drossel. Dabei hatte ich einen hellen Regenmantel an, aber war egal. Hatte blonde Haare, aber ich war eine schwarze Drossel. Wenn's Herzmann schwarz ist, die Hauptsache, nicht? Und so. Da ist schwarze Drossel. Und dann lächelt der Verunglückte los. Ich sehe noch so ein großer, starker Mann. Ach, du verdammter Pfaffe. Wo war denn dein Gott, als mir das Steinchen in den Rücken fiel? Wenn es einen Gott gäbe, wie kann er sowas zulassen? Dir geht's gut. Wenn es einen Gott gäbe, warum haut er so einen armen Mann noch zu Schanden? Und so in der Preislage. Es war so schrecklich. Ich bekam kein Wort heraus. Wissen Sie, manchmal sieht man plötzlich so, wie die Hölle hier schon beginnt. Eine Welt ohne Gott. Die Verzweiflung, die pure Verzweiflung. Mir liefen nur die Tränen übers Gesicht. Ich ging wieder raus und sagte am nächsten Tag meinen Kumpels, Kinder, da kann man nichts machen. Da schlägt mir so eine Feindschaft entgegen, da bin ich ohnmächtig. Aber die Kumpels, die haben so eine raue und herzliche Methode. Wir hatten so ein kleines Sälchen, da hatte ich meine Bibelstunde. Und als ich am Montag drauf in die Bibelstunde komme, rammelvoll, also so ein Lüftchen war da drin, sah ich ihn und so. Und da steht der Fahrstuhl mit dem Amsel direkt vor meiner Nase. Da hatten sie ihn einfach geholt, ich weiß nicht, ob sie ihn gefragt haben, einfach ran, Mensch, hier die Bibelstunde. Und da sitzt er vor mir, ein Gesicht, als wenn er mich fressen wollte. Und ich hatte in dem Abend diesen Text. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht, dass er uns Schwere erspart. Nicht, dass er uns nicht die Früchte unserer Sünde essen lässt. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wenn ihr in Dunkelheit Licht sucht, Jesus, das Sohn Gottes, der hing da am Kreuz für uns und macht Sünde zu Gottes Kind, versöhnt mit Gott, kauft uns los von Welt und Teufel und Hölle. Und ob unsere Sünde blutrot ist, hier ist Vergebung. Bei Jesus gibt es Vergebung für Berge von Sünde. Und er ist auferstanden von den Toten. Er ist jetzt in unserem dreckigen Sälchen hier. Und Montag für Montag sitzt der Amsel in seinem Fahrstuhl vor mir. Und es war einfach erstaunlich, wie von Mal zu Mal das Gesicht sich änderte. Wie aus diesem Gesicht voll Hass allmählich ein horchendes und eines Tages ein friedevolles Gesicht wurde. Das ist eine lange Geschichte, wie
er mit einem Freund nicht mit mir zusammen unter Jesu Kreuz ging und betete und seine Sünden bekannte und glaubte, ich bin angenommen von Jesus. Jesus nimmt die Sünde an, mich hat er auch angenommen, mir den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm komme. Ein Friede lag darüber. Und sehen Sie, kurz er vom Westessen wegging, er kriegt ja noch so ein Siedlungshäuschen, ist dann bald in die Ewigkeit gegangen, besuchte ich ihn noch einmal. Und das ist mir so unvergesslich. Er stand auf der Straße im Sonnenschein, da war so ein Steffelchen, so ein Treppchen, und da setzte ich mich daneben. Ich sag, Amsel, wie geht's? Oh, sagt er, wunderbar, wunderbar. Mensch, seit Jesus in meiner Familie ist jeder Tag ist, er suchte was. Jeder Tag ist wie ein Tag vor Weihnachten. Schön ausgedrückt. Jeder Tag ist wie ein Tag vor Weihnachten. Seit ich Frieden mit Gott habe, Busch, da lacht mich die ganze Welt an. Und dann kam der schöne Satz, da lachen mich sogar die Pflastersteine an. Und dann sagt er, weißt du, ich fühle, ich lebe nicht mehr lang. Der Tod sitzt in mir. Und wenn ich dann in die Ewigkeit komme, dann sehe ich Gott. Und dann will ich vor seinem Throne niederfallen und anbeten und sagen, ich danke dir, dass du mir die Wirbelsäule kaputtgeschlagen hast. Amsel, sag ich, bist du wahnsinnig, wie kannst du sowas sagen? Da sagt er, ich bin nicht verrückt. Ich bin ganz nüchtern. Mein lieber Mann, mich hat Gott oft gerufen, ich habe nicht gehört. Und ich wäre weitergelaufen bis in die Hölle, ohne Gott. Und da hat er eingegriffen und mich gelähmt. Und so fand ich Jesus und die Liebe Gottes und die Vergebung meiner Schuld und Frieden mit Gott. Mann, und das wäre ich in die Hölle gelaufen. Und dann kam ein Satz, den ich nie vergesse. Busch, sagt er, wir sagten du, Busch, besser gelähmt in den Himmel gehen, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle springen. Das war nicht theoretisch, da saß der gelähmte Mann. Besser gelähmt in den Himmel gehen, als mit zwei gesunden Beinen die Hölle springen. Ich war so erschüttert, ich saß auf der Straße, auf der lauten, lärmenden Straße neben ihm, ich sag, Amsel, Gott hat dich in die Schule genommen und du hast gelernt. Solange einer bloß fragt, wie kann Gott das zulassen, hat er gar nichts gelernt. Hat er in Gottes Schule nichts gelernt. Amsel, du hast in Gottes Schule gelernt, wozu das Leid kam, dass er dich zum Sohne zieht. Der Vater zog ihn zum Sohne, zu Jesus, und so wurde er ein gerettetes Kind Gottes. Bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du, Herr, mein Gott, zu mir. Dir mein Herz zu bereiten, ganz mich zu ergeben, dir. Sie sind alle irgendwie in der Schule Gottes. Lernen Sie. Lassen Sie sich zum Sohne ziehen, zu Jesus, ihrem Heiland. Das ist der Sinn alles Dunkeln. Busch erlebt während seinem Dienst unter den Bergarbeitern die tollsten Dinge, und die Liebe zum Evangelium treibt ihn zu den Menschen. Von 1929 bis 1930, bis zu seiner Pensionierung, wird er dann, bis 1962, wird er dann Jugendpfarrer in Essen. Und es kommt zu etwas Turbulenzen, aber er kommt letztendlich zu diesem Weigele-Haus. Links einmal eine Darstellung von damals, rechts einmal so, wie es heute aussieht, das Weigele-Haus. Er wird auf ein paar Umwege dann dazu berufen. Weigele, so berichtet er einmal in seinen Plaudereien, hatte zuerst jemand anders im Sinn, Paul Humburg, den er Busch vorziehen wollte, mit der Begründung, Busch könne nicht so gut organisieren. Und so schickte er Busch zu Humburg hin und bittet ihn darum, zu fragen, ob er dieses Amt von Weigele übernehmen könnte. Und Weigele hatte auch starke Kriegsverletzungen, weshalb er das Werk übergeben wollte. Und es kommt dann dazu, dass Humburg ablehnt und dass Weigele letztendlich dann doch nochmal auf Wilhelm Busch zurückkommt, ihn drängt und letztendlich auch überredet, dieses Amt oder diesen Dienst auch zu übernehmen, diese Aufgabe aufzunehmen. Und das Jugendhaus, was damals Jugendhaus hieß, später in Stadtmission und von Busch dann später nochmal
in das Weigle-Haus umgenannt wird, gerät somit in seine Hände. Und am Anfang ist es dramatisch. Er sagt, dass es alles irgendwie ihm aus den Händen läuft. Die Jungs sich etwas zurücksehen nach dem Pfarrer Weigele und auch die Finanzen hier und dort nicht stimmen. Und im Letzten, er merkt, dass er einen Schritt gegangen ist, nämlich in diesen Dienst des Weigle-Haus, ohne im Letzten auch Gottes Angesicht gesucht zu haben. Und dies macht ihm dann Not, sodass er dann zu dem Pfarrer Alfred Christlieb nach Heidelberg geht, mit ihm spricht und durch Seelsorge Buße tut, dass er Gott nicht zuerst über diese Berufungsfrage gesucht hat und Gott gleichzeitig dann aber auch darum bittet, dass er seine Arbeit segnen möge. Und siehe da, er sagt, Gott segnet es über die Maßen, diese Jugendarbeit. Und er war von Herzen Jugendpfarrer und sagt, wenn ich noch mehrere Leben hätte, ich würde wieder Jugendpfarrer sein wollen. Und so schenkt es Gott, dass er diese Jugendarbeit segnet. Wie sah die Jugendarbeit unter Busch aus? Nun, wir müssen uns vorstellen, es war ein großes Haus, wo es unterschiedliche Aktivitäten gab. Im Fokus, wer reinkam, musste in den ersten 3 Minuten erfahren, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist. Und das war der Clou, den Busch an dieser Stelle aufnahm. Er hatte eine klare Verkündigung, die er dort den Jungs bot. Es war ein junges Männerhaus, könnte man sagen. Und gleichzeitig mit den Jungs auf unterschiedliche Fahrten, auf Lager fuhr. Es gab dort sportliche Aktivitäten, die durchgeführt werden konnten. Aber der Sonntag war ganz klar gegliedert. Morgens um 8:30 Uhr gab es Gottesdienst. Es gab eine Gebetsversammlung der Jungs. Es gab Bibelarbeiten. Und Busch fährt dabei vom geistlichen Inhalt her auf 2 Gleisen der Bibel. Und das war der Kernpunkt seiner Arbeit, nämlich nach außen Evangelisation durch die evangelistische Verkündigung, durch Missionseinsätze, durch Hausbesuche, die dann nach dem Gottesdienst stattfanden, sodass die Mitarbeiter Hausbesuche bei den einzelnen Jungs machten, den Konfirmanden. Und die zweite Seite davon war Jüngerschaft nach innen, sodass es Mitarbeiterschulungen gab. Gebetskreise, Auslegungspredigt, war nicht unbedingt das Hauptaugenmerk, aber er hatte doch durchaus Bücher fortlaufend ausgelegt, so zum Beispiel das Richterbuch oder auch den Epheserbrief. Und er nahm auch unterschiedliche Jungs mit zu Vortragsreisen. Der Gottesdienst am Sonntag begann, wie gesagt, damals um 8.30 Uhr. Muss man mal heute suchen, wo es heute solche Gottesdienste gibt, die so früh stattfinden. Das war damals, Wilhelm Busch hat gesagt, um diese Uhrzeit seid ihr nicht auf dem Sportplatz, ihr seid bei mir, zu den Jungs. Und gab es klare Regeln. Wenn man sich dieses Jüngerschaftsprogramm des Weigle-Haus einmal anschaut, dann drängt sich doch einmal die Frage aus, wie ist das heute in unseren Gemeinden? Wie sieht es heute aus um die Gebetskreise, um die Bibelstunden, um die Jugendstunden? Ist das nur ein Anhängsel? Busch hatte 800 Jungs dort zusammengesammelt, die Sonntag für Sonntag kamen unter das Wort, die Gemeinschaft pflegen, die unterschiedliche Aktivitäten machen, aber der Fokus war, Christus kennenzulernen. Ich möchte dich herausfordern, wenn du in einer Gemeinde bist, hast du Teil an den Gebetskreisen. Es ist eine Not, dass in vielen Gemeinden in den Gebetskreisen nur spärlich Gemeindeglieder kommen. Dabei ist das mit der wichtigsten, eins der wichtigsten Kampfplätze, wo darum gerungen wird, dass das Reich Gottes sich ausbreiten möge und die Anliegen vor Gott kundgetan werden und gleichzeitig auch wir Gott darum bitten dürfen, dass er uns Weisungen gibt in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen, in denen wir persönlich stehen, wo wir Hilfe brauchen. Und neben den Gebetskreisen ist es wichtig, dass Gemeinde auch so etwas wie Jüngerschaft legen, dass man 101 sich zusammentut, dass man innerhalb den einzelnen Arbeitsgruppen auch die Möglichkeit hat, geistig zu wachsen, gute Auslegungspredigt zu bekommen, um mündig zu werden im Umgang mit Gottes Wort. Was man in Wilhelm Weigele sagen konnte, das konnte man wahrlich ja auch dann über Wilhelm Busch sagen. Busch zitiert es schreibt es in seinem Buch Plaudereien. Es war ihm wichtiger, er spricht von Weigele, aber wir können es ja wohl auch über ihn sagen, es war ihm wichtiger, einem einzigen kleinen schmutzigen Jungen nachzugehen, als in 100 Konferenzen und Sitzungen behutsam über
Bedeutsames über die Theorie einer evangelischen Jugendarbeit zu sagen. Bush war Jugendpfarrer von ganzem Herzen. Wir bleiben noch etwas bei seiner Jugendarbeit und wollen uns ansehen, wie sich Bush und sein Werk im Dritten Reich unter dem Nationalsozialismus bewährt hat, als es zu dem Kirchenkampf kommt. Doch muss zunächst etwas Geschichte in Erinnerung gerufen werden, was das Dritte Reich betrifft. Nachdem Hitlers Putsch 1923 gescheitert war, spielten der NSDAP, die Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise und diverse politische Auseinandersetzungen der 30er in die Hände, sodass Hitlers Partei 1932 zur stärksten Partei im Reichstag wurde und Adolf Hitler dann später von Reichspräsident Hindenburg am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde. Wir müssen uns vorstellen, wenige Tage zuvor starb Buschs Sohn Eberhard mit gerade mal 14 Monaten. Hitler übernahm auf legalem Weg die Macht und man spricht tatsächlich bis dahin von der Machtübernahme von Hitler. Was aber danach folgt, ist die sogenannte Machtergreifung, da Hitler die Verfassung hinterlistig außer Kraft setzt und radikal und gewaltsam vorging. Als Folge auf den Reichstagsbrand, wir sehen das hier auch nochmal dargestellt, am 27. Februar 1933 kam es dann zur sogenannten Reichstagsbrandverordnung. Das war ein Instrumentarium, das sämtliche Grund- und Freiheitsrechte außer Kraft setzte. Es kam zu vielen Inhaftierungen der gegnerischen Parteien, weshalb es bei der Reichstagswahl im März 1933 zu einem absoluten Sieg der NSDAP kam und sie die absolute Mehrheit erreichten. Darauf folgte das Ermächtigungsgesetz, was wir hier unten auch nochmal dargestellt finden. Und das Ermächtigungsgesetz zielte darauf ab, dass sich der Reichstag im letzten selbst entmachtete, sodass es Hitler und der NSDAP möglich war, nach Gutdünken tun und lassen, was sie wollten und Gesetze zu erlassen, wie sie es wollten. So taten sie es auch. Es kam dazu, zu dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, sodass sie sämtliche Beamtenberufe mit Personen besetzten, die eben nur der NSDAP-Ideologie gesonnen waren. Und diesen gesamten Prozess nennt man die Gleichschaltung. Und hier sind wir beim sogenannten Kirchenkampf. Alle Parteien, Verbände, Vereine mussten die Meinung der NSDAP vertreten. Und dafür gab es öffentlich-rechtliche Medien, wenn man das so nennen darf. Goebbels war als derjenige, der als Propagandamaschine eingesetzt wurde. Und dafür gab es unterschiedliche Slogans von der Politik, die ungefiltert dann an das Volk getragen wurden. Vereine und Verbände unkritisch diese Meinung übernahmen. Und die sich dagegen wehrten, wurden gewaltsam aufgelöst und drangsaliert. Ja, es gab leider viele evangelische Theologen, welche die mit der NSDAP die Stunde der Volksmission gekommen sahen. Hitler wurde von ihnen als unmittelbares Eingreifen Gottes verstanden. Tragisch. Wir sehen damit die Erfolge der Gleichschaltung und der Gehirnwäsche durch die Propagandamaschine. Die Pfarrer, die mit der NSDAP kooperierten, beziehungsweise sich unterwarfen, gehörten dann zu den sogenannten deutschen Christen. Das Ganze war nichts als leere politische Theologie. Und die NSDAP machte den theologischen Versuch der Synthese von Christentum und Nationalsozialismus, woraus das deutsche Christentum entstehen sollte. Ja, sie sagten, die Verkündiger müssten deutsche Christen von 1933 sein. Zurück zu Bush. Bush gehörte dann der bekennenden Kirche an, die sich dagegen stemmten, die protestierten. Die Nationalsozialisten versuchten bereits vor der Machtergreifung Bushs durch ihre Propaganda, ihn eben für sich zu gewinnen. Und so wurde zum Beispiel ihm 1932 suggeriert, machen Sie sie keine langen Geschichten, in kurzer Zeit sind wir doch an der Macht und wenn wir an der Macht sind, dann werden wir ihre Arbeit unterstützen, da werden wir sie erst recht richtig in ihrer Freiheit arbeiten lassen, wir werden dafür sorgen, dass sie Geld und alles andere haben, was sie brauchen. Es war dann aber so, dass Wilhelm und Johannes Busch die Heimtücke und Hinterlist der NSDAP und ihre Absichten schnell durchschaut hatten, sodass sie diese in ihren antichristlichen Charakter entlarvten.
Und Bush schreibt rückblickend, dass viele Pfarrer wie blind waren. Sie sahen im Nationalsozialismus nur eine herrliche, von Gott geschenkte Bewegung. Uns waren die Augen aufgetan, schreibt er, für den antichristlichen Geist, der hier aufzog, leidenschaftlich, sagt er, warf er sich in die Diskussion. Und wiefern es dann auch zur Diskussion kam, sehen wir gleich in einem Beispiel. Man sagt so landläufig, dass Geschichte sich wiederholt, wenn man nicht aus ihr lernt. Wenn man die Gegenwart sich anschaut, ja, dann gibt es leider ähnliche Tendenzen, die einen durchaus betrübt stimmen müssen. Gerade die vergangenen Jahre mit der Corona-Situation bieten starke Indizien dafür, dass die Freiheit des Rechts in Gefahr ist, so ein Titel eines ehemaligen obersten Richters von Deutschland, Hans-Jürgen Papier. Ja, das NS-Regime damals propagierte eine politische Theologie, ein Führer, ein Glaube, ein Reich. Heute finden wir ähnliche Tendenzen. Und man muss nur einmal schauen, wie plötzlich eine Politik wieder zu einer Religion erhoben wird, wo man in ihrer Überzeugung mit allen Mitteln ein CO2-freies Reich bauen möchte, sollte die Welt erst am deutschen Gesundheitswesen genesen und jetzt soll die Welt durch die deutsche Umwelt gerettet werden. Es gibt Unterschiede, aber es gibt doch gewisse Parallelen. Es ist dramatisch, wie der Staat mittlerweile beginnt, in das Privateigentum der Bürger einzugreifen, hineinzuregieren, in die Kirchen, wo es ihm gar nicht zusteht. Es ist daher nur symptomatisch, dass auf dem momentan evangelischen Kirchentag, dem Markt der Möglichkeiten, Politiker wie Robert Habeck, der absolut nicht an Gott glaubt, mit Vertretern der letzten Generation zur Diskussion eingeladen wird, nach dem Motto, endlich wird die Erde von uns CO2-Sündern geschützt. Tragisch. Freiheit in Gefahr. Die Vermählung zwischen Thron und Altar, so lesen wir in der Bibel immer wieder, ist nichts anderes eigentlich als Götzendienst. Freiheit in Gefahr, Hans-Jürgen Papier, zumindest diesem Buchtitel, ist auf den Punkt gebracht. Ich möchte die Dramatik der damaligen Ereignisse in Abrissen anbei am Fall Buschs einmal statuieren. Jetzt brauchen wir nochmal diese Darstellung. Es kam nämlich zum Kampf innerhalb der Kirche. Man sprach generell auch von dem Begriff des Kirchenkampfs. Deutsche Christen, das waren die Staatstreuen und dann die bekennenden Kirche, die Bibeltreuen. Die bekennende Kirche veröffentlichte im Mai 1934 die sogenannte Barmer Theologische Erklärung. Im selben Jahr wurde übrigens Theo Lehmann geboren, in der sie das nationalsozialistische Regime und seine antichristlichen Tendenzen aufdeckte, bloßstellte. Ja, Busch dient bei der bekennenden Kirche in diversen Seminaren bei der Ausbildung von Theologen, von Pfarrern. Er diente unter anderem bei der Vikariatsausbildung. Nun aber kommt es zu der Machtergreifung und die Gleichschaltung kommt auch auf die Ebene der Kirchen. Und ich möchte jetzt dieses Beispiel einmal uns vor Augen führen, wo wir sehen, wie Busch sich in dieser Zeit verhalten hat. Am 19. Dezember 1933 hat sich Folgendes zugetragen. Es gab nämlich bei der Machtergreifung der NSDAP auch eine Gleichschaltung der evangelischen Jugendarbeit. Es wurde darauf abgezielt, sodass sie eingegliedert werden sollte in die Staatsjugend, die Hitlerjugend. Nachdem der Günstling, Hitlers Pfarrer, Ludwig Müller, zum Reichsbischof ernannt wird, erscheint in den Schlagzeilen, dass Reichsbischof Müller die evangelische Jugend in die HJ, in die Hitlerjugend, eingliedern möchte. Der Vertrag dafür wird am 19.12.1933 unterzeichnet. Die NSDAP nutzt sämtliche Mittel der Diffamierung und Manipulation, um ihrem Ziel der Gleichschaltung näher zu kommen. Als Busch das erfährt, schreibt der Reichsbischof Müller folgendes Telegramm am 24.12., das am Weihnachtsfest 1933 um 19.30 Uhr, und das haben wir auch noch. Er schreibt es mit folgenden Worten: 10.000 evangelische Jugend und Mädel Großessens lehnen Berlin Vertrag betreffs Eingliederung in Hitlerjugend mit Entrüstung einmütig ab und betrachten Anordnung des Reichsbischofs als rechtsungültig und Wortbruch.
im Auftrag Bush essen. Bush sagt, Müller habe eine Ware verkauft, die ihm gar nicht gehört. Und er sagt, so nicht, machen wir nicht mit. Am 25.12. kommt es dann direkt zu einer Antwort. Bush wird mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Kurz, er soll seines Amtes enthoben werden, weil er sich dagegen stellt. Gibt dann eine heftige Auseinandersetzung am 2.1.34 auf Kirchenleitungsebene. Wird Bush dann seine Beurlaubung aber dann zunächst zurückgenommen und ein disziplinarischer Verweis über Bush ausgesprochen. Am 4. Februar kommt es dann trotz den Protestwellen zu dieser Eingliederung der evangelischen Jugendwerken, sodass eine Eingliederungsfeier für den 4. Februar angesetzt worden war, welcher Bush und sein Jugendhaus, die Jungs, trotzig boykottieren und nicht erscheinen. Sie wollen auch später, die zwei Wochen später stattfindende Einweihungsfeier, nicht beiwohnen. Und so macht es Bush folgendermaßen: Am 11. Februar 1934, strategisch klug, löst er selbst die Jugendarbeit auf, sodass sämtliche Listen nichtig werden. Und als dann am eigentlichen Einweihungstag, am 19. Februar 1934, die Jugend entsprechend mit den Listen und mit den Jungs eingegliedert werden sollen, ist plötzlich niemand da, der eingegliedert werden kann. Und die Jugendarbeit ruht zunächst für 4 Wochen. Das ist eine dramatische Dichte, wie Bush in Windeseile dieses Telegramm schreibt, plötzlich beurlaubt wird, beziehungsweise in der Gefahr steht, seines Amtes enthoben zu werden. Und dann dieser Konflikt kommt, dass es nun doch umgesetzt werden soll, Bush aber dann sich entscheidet, die Jugendarbeit vorweg aufzulösen, um die Jungs zu schützen und der Eingliederung zuvorzukommen. Und er schreibt, dass es alles schnell berichtet. Aber man muss es miterlebt haben, wie starke Jungen weinten vor Ingrimm und Schmerz, als ihr Kreis aufgelöst wurde. In 3 Tagen ist eine blühende Jugendarbeit zerschlagen, um sie vor dem Zugriff der Hitlerjugend zu bewahren. In genau dieser Zeit, das genaue Datum ist unbekannt, kommt es schließlich zu einer berühmt-berüchtigten Schlacht um das Jugendhaus. In den Buchplaudereien beschreibt Bush es, und ich möchte das einmal in Auszügen vorlesen, weil das durchaus sehr interessant ist, was da sich zugetragen hat. Entscheidend wurde eine zweite Schlacht. Die Hitlerjugend, so schreibt Bush, hatte in dunklen Nächten 2 katholische Jugendheime besetzt und sich angeeignet. Wohl wurde ein Prozess angestrengt, aber der kam nie zu Ende. Es war uns klar, dass jetzt auch unser schönes Clubhaus, das Weigele-Haus, an die Reihe käme. Da bildeten wir eine Wache von 100 jungen Männern, die abwechselnd im Weigle-Haus die Nächte zubrachten. Ich drücke alle Augen zu, wenn ich merkte, dass diese Burschen sich Gummischläuche, Schlagringe und Knüppel besorgten. Und dann ging es in eine Nacht richtig los. In meiner nahegelegenen Wohnung schnellte die Alarmklinge, die wir mit einer besonderen Leitung angelegt hatten. Mir tat meine arme Frau leid, die gerade unser jüngstes Kind zur Welt gebracht hatte. Ich hatte sie nicht ins Krankenhaus gebracht. So wurde das ein aufregendes Wochenbett. Sofort rief ich die Polizei an und meldete, unqualifizierbare Banden wollen das Weigle-Haus angreifen. Nach langer Zeit, in der niemand erschien, ließ mich ein Polizeioffizier, den ich kannte, in das nahe Revier kommen und teilte mir mit, er hätte den Befehl bekommen, falls die Hitlerjugend angreife, solle die Polizei so tun, als ob sie nichts merke. Sie greifen also unter keinen Umständen ein, fragte ich. Leider dürfen wir nichts. Sie müssen es verstehen, Herr Pfarrer. Nun gut, ich bin einverstanden, erwiderte ich zum Erstaunen des Mannes, und dann rannte ich zum Weigle-Haus. Rings um das Haus hatten sich viele 100 junge Kerle versammelt. Ich kam nicht mehr in das Haus hinein. So konnte ich alles nur von außen beobachten, wie die Horden auf einmal mit Gebrüll losstürmten, wie dann die Tore des Hauses aufflogen, wie man 50 Mann zum Äußersten entschlossen herausstürmten. Die Hitlerjugend war entsetzt. Das war nicht im Plan vorgesehen. Und dann begann eine großartige Prügelei. Fliehende Hitlerjungen, HJ-Burschen, rannten zum nahen Bahnhof. Als die Leute dort merkten, was gespielt wurde, griffen sie ein. Völlig unbekannte Männer machten sich eine Freude daraus, ihren Groll gegen alle Betrüger einmal auslassen zu können.
Es wurde ein völliger Sieg, als die Polizei endlich doch erschien, war alles schon zu Ende. Am nächsten Morgen um 8 Uhr meldete ich mich beim Polizeipräsidenten, dem sehr gerechten und gutwilligen SS-Führer Zech. Herr Präsident, begann ich, Sie wissen, Sie müssen sich jetzt klar werden, ob wir in einem Rechtsstaat leben oder ob wir Wild Westen spielen wollen. Wenn Sie die Bürger nicht schützen wollen, dann müssen wir uns nach Wild West Art selbst helfen. Ich verstehe nicht recht, stammelte er offenbar. War ihm die ganze Sache noch nicht bekannt. In diesem Augenblick klopfte es und der Beamte brachte den Bericht der nächtlichen Vorgänge. Lange war er still, während er las. Mir klopfte das Herz. Wird er mich jetzt verhaften? Fragte ich mich. Auf einmal lachte er schallend los. Das ist ja wundervoll, schrie er. Und diese HJ hat sich von ihren Burschen verprügeln lassen. Das geschieht ihnen recht. Busch beschreibt dann in Plaudereien, wie genau in dieser Zeit danach er und seine Jungs das Buch Der französische Protestantismus von Joseph Chambon lesen und wie sie rückblickend bei dieser Verprügelei plötzlich ein schlechtes Gewissen bekommen. Und es ist sehr spannend, wie Bush sehr wohl gegen das nationalsozialistische Regime aufgestanden ist. Aber Folgendes an dieser Stelle im Rahmen dieses Buches, von dem ich gerade sprach, noch zu dieser Prügelei anführt, und das ist wichtig. Er sagt, hier war ein Lehrbuch für uns, die wir im Konflikt mit einem Staat lebten, der uns die Glaubensfreiheit bestritt. Kein Wunder, dass viele junge Menschen sich das Buch kauften. Ein paar Wochen lang sammelte ich die jungen Mitarbeiter, die Jugend, deren Verbände aufgelöst waren, in irgendeiner Form unter viel Not zusammen und betreute sie. Diese Stunden waren für uns ein Gericht. Denn beim Studium dieses Buches ging es uns auf, wir waren auf einem falschen Weg. Als wir den Staat mit Gewalt zum Recht zwingen wollten. Die Christen dürfen die Methode des Kampfes nicht vom Gegner übernehmen. Das wurde uns besonders durch dieses Buch des französischen Protestantismus erläutert, wo unter anderem auch dann die Hugenottenbewegung beschrieben wird. Eine protestantische Bewegung in Frankreich, die dann eben auch in den Krieg zog und wo Bush an dieser Stelle dann merkt, dass sie nicht mit Gewalt so hätten vorgehen sollen. Er fährt dann weiter fort und sagt, es ist hier nicht der Platz, all die schrecklichen Kämpfe jener blutigen Zeit zu verfolgen. Damit meint er jetzt von den Hugenotten. Was uns in unserer Situation damals beeindruckte, war, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und wenn wir auch nur sehr harmlos waren im Vergleich zu den Hugenotten, es ging um das Prinzip, der Weg der Gemeinde Jesu ist Leiden, Zeugnis und Geduld, aber niemals die Gewalt. Wir waren auf einem falschen Weg. Grundsätzlich anders ist die Haltung des Christen und seine politische Verantwortung in einer Demokratie. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage. Davon kann gar nicht ernst genug gesprochen werden. Ich bin überzeugt, dass die politische Gleichgültigkeit vieler Christen und die reaktionäre Haltung weiterer kirchlicher Kreise mit Schuld war am Untergang der Weimarer Republik und so am Entstehen des Dritten Reiches. In einer Demokratie genügt es nicht, der Obrigkeit untertan zu sein. Da wird mehr von uns verlangt an Verantwortung. Kommt aber die Christenheit in die Verfolgung, dann, und das lernten wir aus dem warnenden Vorbild dieses Buches, darf sie nur wirklich ausschließlich mit geistlichen Waffen kämpfen. Die aber sind Glaube, Geduld, Zeugnis und Bereitschaft zum Leiden. Ja, Bush war wegen seines Glaubens und der daraus resultierenden Verkündigung von Jesus viele Male in äußerste Bedrängnis geraten. Er ist ins Gefängnis gekommen. Aber neben der Auseinandersetzung nach außen hatte Bush stets auch noch Feinde von innen. Und zwar sogenannte Christen oder Pfarrkollegen, die ihm hier und da in den Rücken fielen. Und somit dem NS-Regime in die Hände spielten. Und da möchte ich gerade ein Beispiel herausgreifen, das Pazzani in seinem Buch im Einsatz für Jesus einmal berichtet. Und dann wollen wir diese beiden Ereignisse, die Bush beschreibt, zusammenfassen. Und zwar wird gesagt, dass in Dortmund eine volksmissionarische Woche gelaufen war. Bush hatte an einem Mittwochvormittag über das Thema Berufserfüllung aus Verantwortung vor Gott gesprochen. Der ganze Vortrag Bush bewegt sich ausschließlich im Bereich der persönlichen, seelsorgerlichen Fragen. Auch der Abschnitt, der hier zur Rede steht, schreibt Pazzani, hat formal diese Ausrichtung, da heißt es. Der Anfangspunkt aller Berufserfüllung ist, Umfang und Grenzen eines Berufes zu erkennen und anzuerkennen, so schreibt Bush. Ein wirklich tragisches, klassisches Beispiel dafür,
wie sehr Grenze und Umfang des Berufes übersehen sind, bietet uns die Geschichte in der Person des römischen Kaisers Diokletian. Diokletian kam aus dem Soldatenstand an die Spitze des Reiches. Es gelang ihm, das zerfallene Reich aufs Neue zusammenzuschweißen. Mögliche Zusammenfassung aller Kräfte war sein Ziel: ein Führer, ein Volk, ein Reich. Was lag näher als der Wunsch, nun auch ein Glaube? Sein Cäsar Galerius versuchte ihn zu einer Verfolgung der Christen zu bewegen, weil sie der Einheit hinderlich seien. Diokletian aber fühlte sich nicht zum religiösen Reformator berufen. Er wollte in den Grenzen seines Berufes bleiben. Lange hatte er gezaudert, zur Verfolgung zu schreiten, bis er doch schließlich dem Drängen der christentumsfeindlichen Partei erlag. Eine der grausamsten Verfolgungen begann, und das Ende des Diokletian, sein Reich, dessen Aufstieg so glänzend begonnen, zerfällt, und er selbst endet im Wahnsinn. Galerius, der Haupturheber der Verfolgung, wurde durch eine fürchterliche Krankheit gebrochen, und über das Vergebliche seines Vernichtungskrieges gegen die Christen im Klaren und gewährt den Christen Toleranz. Pazzani schreibt weiter: Leicht kann man sich die Reaktion der Zuhörer vorstellen. Offiziell wurde hier mit keinem Wort zu der Lage in Deutschland Stellung genommen. Es ging nur um persönlich seelsorgliche Fragen im Blick auf Beruf und Erfüllung. Und doch wusste natürlich jeder, was hier gemeint war. Dieser Zeitungsartikel mit dem Bericht über Buschs Referat kam an die Gestapo zusammen mit einem Brief, den ein emeritierter Pfarrer am 30. Januar 1937 an Wilhelm Busch schrieb. So der Pfarrer betont zuerst, dass er die Verkündigung Buschs sehr schätzt. Und er sagt, so wie ihr Wort in wohl nicht geschlossener Versammlung gefallen ist, jetzt kommt die Kritik, wirkt es auf unser Volk wie ein Richterspruch über Hitlers Tun und Verhalten, sagt ein Pfarrkollege. Und dann fährt er fort. Wer gibt Ihnen das Recht, ein solches Urteil über den Mann, nämlich Hitler, zu fällen, der uns von Gott zur Obrigkeit gegeben ist? Das Neue Testament gibt es nicht. Es ermahnt zum Gehorsam gegen die Obrigkeit. Ich fürchte, dass durch Unvorsichtigkeit oder herausfordernde Schärfe des Urteils über Staat und Obrigkeit seitens der bekennenden Kirche im Kampf, der unserer Kirche auferlegt ist, viel verdorben wird und schon ist. Tragisch. Das ist auch allein schon deshalb tragisch, noch dazu, weil genau das dann eben auch in die Hände der Gestapo kam, die sich auf diesen Pfarrer beriefen und Busch heimsuchten. Wutschnaubend kommt die Gestapo dann zum Schluss. Sie hatten ja vorher immer wieder was gesucht an Busch, um ihn gefangen zu nehmen. Und jetzt sagen sie, nunmehr dürfte es an der Zeit sein, gegen Pfarrer Busch mit allen gebotenen Mitteln einzuschreiten, damit diesem systematischen Volksaufwiegler und Volksverhetzer endlich mal das Handwerk gelegt wird. Was war das Problem? Es war ein falsches Verständnis von Römer 13, dieses Pfarrers. Das Problem war, dass er gesagt hat, zu jeder Zeit müsse man Römer 13, die Obrigkeit, wir müssen uns der Obrigkeit unterordnen. Das stimmt, dass Römer 13 das sagt. Aber die Schrift sagt an anderer Stelle in Apostelgeschichte 5, 29, dass es auch Situationen gibt, wo wir mehr Gott gehorchen müssen als den Menschen. Da gibt es drei Fälle, und die hat mal Pastor Nestvogel in einer Predigt dargelegt. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, wenn der Staat fordert, was Gott verbietet, wenn der Staat erlaubt, was Gott verbietet, und wenn der Staat verbietet, was Gott fordert. Stichwort Corona, Gesang und die Freiheit des evangelischen Gottesdienstes. Busch wurde ja dann von den eigenen Leuten auch preisgegeben, und es ist dramatisch. Die Gestapo hat dann das Jugendhaus auch immer wieder heimgesucht durch Spitzel. Und das muss man sich mal geben. Die Jungs, die dort waren, kamen teilweise auch in Bedrängnis von ihren Eltern. Das ist gar nicht so lange her, wo man dann gesagt hat, meidet die Versammlung, geht nicht zum Gottesdienst. Aber eine bedingungslose Einstellung besaß Busch, die er dann auch an seine Mitarbeiter wandte. Er sagte, März 1934 stellte sie vor die Wahl und sagte, entweder erklärt ihr euch bis zum nächsten Sonntag bereit, fest und allein bei uns zu stehen, oder ihr scheidet aus und geht zu den anderen. Er ließ ihn die Wahl zu gehen, aber er sagte, bei uns ist die Linie klar, wir beugen uns nicht diesem NS-Regime. Können wir uns vorstellen, was es bedeutet, Christ zu sein im Dritten Reich?
wo es einem auch das Leben hätte kosten können, wo es Menschen das Leben gekostet hat. Wie wir an Beispielen von Paul Schneider und auch Bonhoeffer sehen können. Jesus sagt einmal am Eingangstor der Jüngerschaft in Markus 8,34, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er fährt dann fort zu sagen, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der wird es retten. Ja, Wilhelm Busch wurde dann tatsächlich auch festgenommen. Er kam auch ins Gefängnis und das nicht nur einmal, mehrmals. Wurde von der Gestapo dann bei einer Evangelisation 1937 in Darmstadt festgenommen. Er beschreibt das dann auch im Büchlein Freiheit aus dem Evangelium. Und das ist sehr interessant, weil er dann auch einen Tagesablauf zeigt, wie er die Zeit im Gefängnis nutzte. Und wir müssen einmal kurz an dieser Stelle schauen. Er verbrachte die Zeit einsam und er nutzte sie, indem er Gott lobte, indem er Fürbitte tat, indem er Psalmen auswendig aufsagt. Wer kann heute schon eine Stunde lang Psalmen auswendig aufsagen? Sportübung machte und Gott lobte. Und es gibt so manche Begebenheit, die er auch hier niedergeschrieben hat, wovon wir auch nochmal auf welche zu sprechen kommen. Am 9.11.1938 kam es dann zur Reichspogromnacht, wo es dann dramatische Ausschreitungen bei der jüdischen auf die jüdische Bevölkerung gab, welches dann dazu führte, dass auch 6 Millionen Juden in den kommenden Jahren ermordet wurden. Schrecklich. Es gibt manche Berichte, die zeigen, wie sich Busch für die Flucht einiger Juden eingesetzt hat. Und es gibt auch eine sehr bewegende Geschichte, die wunderliche Synagoge, die ich auch unter diesem Video nochmal verlinkt habe, die man sich nochmal anhören kann, die auf diese Zeit der Reichspogromnacht zurückgeht. Es kommt nun so weit, dass Busch das Redeverbot bekommt und er sich aber trotzdem weiter einsetzt und versucht, die Verkündigung voranzutreiben. Es ist auch so, dass als im Herbst 1939 der Nationalsozialismus die Euthanasie, das heißt den Mord an den Menschen, rechtfertigt, die sie ja nach ihrer NS-Ideologie als nicht lebenswert einstuft, dass Busch ein sogenanntes Flugblatt veröffentlicht. Und auch die Ereignisse um dieses Flugblatt wollen wir uns jetzt gleich einmal anhören, die Busch in den eigenen Worten beschreibt. Diese Staatspolizei, die war eine riesenhafte Organisation, die sich wie so ein Oktopus über alles Leben in Deutschland legte. Wir haben uns oft gefragt, ist die geheime Staatspolizei, Gestapo genannt, ist sie allwissend oder ist es nicht? Sie verbreitet gern den Nimbus, wir wissen alles. Sie wussten viel. Und sehen Sie, diese Organisation hat ein solches Maß von Misstrauen geschaffen. Das können Sie gar nicht vorstellen. Da sagt man zum anderen nur noch was, nur was die Staatspolizei wissen darf. Das ganze Volk wird zum Heuchler. Das gibt grauenvolle Komplexe und Verbiegungen. Müssen Sie meiner Generation immer zugute halten. Die hat also seelische Wunden davon getragen, die gar nicht mehr heilen. Man erlebte mit dieser Staatspolizei merkwürdige Dinge. Ich will ein kleines Erlebnis erzählen. Wir sind immer noch auf dem Weg, wissen Sie, zu dem Café, nicht wahr? Wir haben noch Zeit. Da soll dann einem Sonntag eine Abkündigung der bekennenden Kirche überlesen werden. Die Nazis hatten sich alle Organisationen bemächtigt, auch der Kirche, und da war eine bekennende Kirche entstanden, zu der also ein Teil der Pfarrer gehört, ein Teil der Presbyterien. In Württemberg ist das nie so scharf gewesen wie bei uns im Rheinland, nicht wahr, wo wir unsere Gehälter selber aufbringen mussten und so weiter. Und da sollte eine Erklärung der bekennenden Kirche vorgelesen werden gegen die Euthanasie. Das war so durchgesickert. Wir wollten Erklärung dagegen abgeben. Und da sollte die Erklärung gleich als Fluchblatt der Gemeinde verteilt werden. Staatspolizei kriegt Wind davon. Am Samstag kommen zwei Herren, die kamen immer zu zweit. Und einer war der dösige Begleiter, nicht wahr, der stand zu einer Tür und der andere setzt sich, fläht sich auf einen Stuhl in meinem Studierzimmer an den Tisch und da liegen die Fluchblätter, ganzer Stapel. Und er flöht sich da hin und legt einen Arm drauf und sagt, Herr Pfarrer, haben Sie diese Fluchblätter? Ich sag,
Darüber bin ich Ihnen keine Auskunft schuldig. Da muss ich Haussuchungen machen. Das kann ich nicht vermeiden. Guckt er sich so rum, das sind riesige Bücherschränke. Hinter jedem können die Flugblätter sein. Ich sage, ich kann Sie beruhigen, Sie wissen, ich lüge Sie nicht an, da sind Sie also nicht. Suchen Sie weiter. Er steht auf, durchsucht das ganze Haus, setzt sich da wieder den Stuhl, einen Arm auf die Dinge und sagt, ja, scheint keine zu haben. Ich würde ja glauben, dass das ein freundlicher Mann war, der nicht sehen wollte. Aber ich kannte den Burschen. Ich kannte den Burschen. Wenn der eins gefunden hätte, also der hätte mich, die Flugblätter um mich mitgenommen. Und sehen Sie, das war das Unheimliche. Diesen Kampf gegen uns eröffneten, da eröffneten sie einen Kampf mit einer Front, wo der lebendige Herr mitspielt. Das heißt in der Bibel manchmal, nicht wahr, dass Leuten die Augen gehalten wurden. Ich bin überzeugt, dem Mann wurden die Augen gehalten. Er sah nicht, was unter seinem Arm lag. Ja, die Gestapo war gewieft und Busch kam dann 1940 erneut ins Gefängnis. Es kam dann sogar so weit bei ihm, dass ihm gedroht wurde, wenn er sich nochmal gegen die Verbote widersetzt, dass er ins KZ gebracht wird. Busch wurde mit dem Terror, mit der ungeschminkten Bestie des Nationalsozialismus konfrontiert. In den ständigen Verhörungen, Vernehmungen, sodass er fast verzweifelte. Ja, Busch kam durch das Dritte Reich und es ist vielleicht so wie in Apostelgeschichte 12, wo auf der einen Seite es heißt, dass Jakobus ermordet wurde, aber auf der anderen Seite Petrus freikam. Und so überlebte Busch diese Zeit auf wundersame Weise. Und man fragt sich, wieso der eine und der andere nicht? Ja, Johannes 21, Vers 22 passt hier, denke ich, sehr gut, wo Petrus dann auch den Herrn fragt, was ist denn mit diesem Johannes? Was wird mit ihm weitergehen? Was sagt der Jesus dann? Er sagt, was geht es dich an? Folge du mir nach. Sei du mir treu und schau nicht auf den Nächsten. Busch war im Gefängnis und auch dazu wollen wir noch eine Begebenheit anhören, die in den nächsten 6 Minuten Busch erzählt. Ich möchte Ihnen zum Schluss die Geschichte. Ich war mal in Essen im Gefängnis, sehr elend. Ich hatte Fieber, ich fror. Ich war hungrig, ich war völlig down, bereit zu jeder Niederlage. Und dann werde ich rausgeholt und zur Staatspolizei geführt. Und da sitzen die drei führenden Männer. Der eine hieß Schweim mit M. Wir sagten, der hat Glück gehabt. Bleicher Bursche. Und die waren auf einmal katzenfreundlich und da verkrampfte sich mein Herz. Ich dachte, wenn ihr freundlich seid, dann sagten sie, Pastor Busch, wir haben gesehen, dass sie gar nicht so übel sind und sehen sie, das einzige Unsinn ist, dass sie unter allen Umständen Jugendpfarrer sein wollen. Wir garantieren ihnen, in 10 Jahren wird kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen, wer ihr imaginärer Jesus ist. Das garantieren wir Ihnen. Dafür sorgen wir. In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer ihr imaginärer Jesus ist. Und darum braucht man keine Jugendpfarrer mehr. Wir offerieren Ihnen, Pfarrer Busch. Sie können jetzt entlassen werden auf der Stelle und bekommen eine Stelle als Oberregierungsrat. Wenn Sie versprechen, dass Sie können glauben, was Sie wollen, zu keinem Menschen mehr Ihre Botschaft zu sagen. Wir geben Ihnen 24 Stunden Bedenkzeit. Meine Freunde, das ist grauenvoll. Sie sitzen unsagbar hungrig und frierend und fiebrig in der Zelle und nur jetzt raus. Und ich kann ja glauben, was ich will. Ich soll bloß nicht mehr reden. Und bin morgen raus in eine ordentliche Stelle und der ganze Druck hört auf, die Verfolgung. Ich konnte doch nicht mehr. Und brauche nur zu sagen, ich will nicht mehr darüber reden. Ich kann für mich glauben, was ich will. Da waren alle Dämonen der Hölle in meiner Zelle, verstehen Sie das? Tu das doch.
Und dann trat er auf. Er, der lebendig ist. Der lebendig ist. Und hielt mir vor Augen, wie herrlich ein Leben in seinem Dienst war. Und dann machte er mir klar, das kann man nicht halbieren. Du kannst noch für dich alleine glauben. Aber schweigen, das geht nicht. Dann sag mir ab. Dann sag mir ab dem Mann, der mich auf Golgatha erkauft hat, absagen. Keine Versöhnung mit Gott mehr, kein Frieden, kein Heiland, kein seliges Sterben, keine Hoffnung des ewigen Lebens. Unmöglich. Am nächsten Morgen trat ich vor die Leute und sagte, ich kann ihre Offerte nicht annehmen. Meine Freunde, Sie kommen auch in solche Proben. Das braucht gar keine Staatspolizei dazu. Wo stehen Sie eigentlich? Haben Sie in Ihrem Leben eigentlich mal eine Entscheidung gefällt? Meinen Sie, Gott reißt sich seinen Sohn vom Herzen und schickt ihn in die Welt, damit wir darüber diskutieren? Dass wir weiterleben und sagen, ich kann ohne ihn auskommen? Wie denken Sie sich das? Der Tatsache von Golgatha gegenüber wird mein ganzes Ja oder ganzes Nein gefordert. Und zwar immer von Neuem. In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist. Es war ein paar Jahre später, kurz vor Kriegsschluss. Da bin ich in der Stadt, da kommt ein Alarm, sofort Vollalarm. Und dann krachen schon die ersten Bomben. Und ich weiß nicht wohin, und da ist so eine Anlage, da ist ein Eingang in einen tiefen Bunker gemacht, aber der war noch nicht fertig. Da wurden so ganz tiefe Bunker in die Erde gebaut, mit Treppen, aber die Treppe war noch nicht gemacht, war bloß der schräge Schacht. Aber wenn es hinter ihnen kracht, dann fragen sie nach Treppen, ich also da rein. Und das war so feuchter Lehm, ich komme also ins Rutschen und sause mit abnahmender Geschwindigkeit da in den Bunker rein. Unten steht ein Soldat und fängt mich auf. Also blaues Licht, ganz trübes, fängt mich auf und dann erkennen wir uns. Der Chef der geheimen Staatspolizei. Er wartet schon den Einmarsch der Amerikaner, hat sich verkleidet als schlichter Infanterist. Nicht? Ein paar Tage später waren sie da. So halten wir uns beide, nicht? Und dann stammelt er so in diesem blauen Licht, das so fahl macht, ganz erschrocken, Pfarrer Busch, leben Sie denn noch? Es wurde schrecklich gestorben, man wurde hingerichtet, man wurde umgelegt, man wurde liquidiert, man kam in KZ, man wurde von Bomben getroffen. Leben Sie noch? Und da packt mich der Übermut des Glaubens. Ich sage, Herr Nolles, wir überleben noch viele. Er verstand, wir, da sah ich Jesus an der Spitze und die ganze Schar, die an ihn glaubt. Wie war das vor ein paar Jahren? In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist. Herr Nolles, wir überleben noch viele. 8 Tage später hatte er sich erhängt. Ich stehe heute vor Ihnen und rühme den Heiland. Und ihn zu leben kein Leben ist. Danke Ihnen fürs Zuhören. Im Jahr 1962 wurde Busch pensioniert. Er war dann auch unterwegs als evangelistischer Prediger und als wichtiger Zeuge Jesu. Am 6. März 1966 war er dann auch auf der Dortmunder Westfalenhalle. Es kam zu einer großen Kundgebung der Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Und dort wird berichtet, dass er dort eine Aufstand und Hesekiel 34 zitierte und der Menge zurief, mitten mancher Auseinandersetzungen, wie Gott sagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Es geht nicht um die Institution, es geht um Christus, es geht um den Namen Jesu. Ja, auf der Rückreise von einer Evangelisationswoche, die er auf Rügen hielt, starb er dann am 20. Juni 1966 in einem Lübecker Krankenhaus. Bestattet wurde er 4 Tage später unter einer großen Anteilnahme der Bevölkerung. Und Wolfgang Bühne, den Wilhelm Busch auch sehr geprägt hat,
der durch Johannes Busch, die Biografie von Johannes Busch, die Wilhelm Busch geschrieben hat, auch dazu geführt hat, dass er zum Glauben kam, ein wichtiger Meilenstein da auf diesem Weg war. Er beschreibt in seinem kürzlich erschienenen Buch den Abschnitt der Beerdigung von Wilhelm Busch unter dem Titel, beziehungsweise unter dem Abschnitt Eine Sichel zerbricht in der Erntearbeit. Daraus möchte ich vorlesen. Die Trauerfeier fand in einer riesigen, fast runden Kirche mit einer eigenartigen Sitzordnung statt. Unten fanden etwa 300 bis 500 Menschen Platz und oben ähnlich einem Stadion etwa die doppelte Anzahl. Obwohl wir bereits eine Stunde vor Beginn die Kirche betraten, war sie schon halb gefüllt und mit jener Minute wurde es voller. Ich hatte mir einen Platz ergattert, von wo aus ich alles gut beobachten konnte, machte dann aber die Augen zu, um mich an all den Segen zu erinnern, den ich von der Begegnung mit dem Heimgegangenen und seinen Büchern empfangen hatte. Plötzlich wurde ich vor dem dumpfen Dröhnen der Glocken aus meinen Gedanken herausgerissen, die Trauerfeier begann. Inzwischen war die Kirche überfüllt. Viele Besucher mussten stehen oder auf dem Boden sitzen und bald setzte der Posaunenchor ein. Wir sangen das Lied, O Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg, O Helle? Es war fast so, als würde Satan mit seinen Dämonen nach Buschs Heimgang die Schranken gewiesen. Nachdem Psalm 84 gelesen wurde, sangen wir das Lieblingslied der Familie Busch, Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Ein Mahnruf, ein Pilger und Fremdling auf Erden zu werden und zu bleiben. Anschließend hielt Pastor Herbert Dämmer, der Nachfolger Buschs im Weigelhaus, die Traueransprache und schilderte mit bewegenden Worten das Leben dieses Mannes, der als junger Soldat zum Glauben kam und dann sein Leben in den Dienst seines Herrn gestellt hatte. Nach dieser Trauerfeier zog ein breiter Strom schwarz gekleideter Menschen in die Richtung Ostfriedhof. Und es kommt dann dazu, dass es keine klassische Grabrede gibt. Und Bühne schreibt weiter, stattdessen stiegen nacheinander etwa 10 Männer, unter ihnen auch der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann und einige Freunde Wilhelm Buschs auf eine Kiste und riefen jeweils einen markanten Bibelvers durchs Mikrofon in die Menschenmenge. Unter anderem fiel das Wort aus Philemon 1,7 leicht verändert. Wir hatten große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Das war meine Erfahrung in den vergangenen Jahren. Mein Herz war durch den Dienst von Wilhelm Busch in Wort und Schrift und durch seine Liebe zum Herrn getröstet, erfreut, erquickt worden. Kann man in sich einen schöneren Nachruf vorstellen? Es geht dann weiter und sie singen das Lied, streitet nun unverzagt, seht auf die Krone, die euch der König des Himmels anbeut. Gott gibt sich selbst den Siegern zum Lohne. Wahrlich, dies Kleinod verlohnet den Streit. Streitet nur unverzagt, seht auf die Krone. Gott gibt sich selbst den Siegern zum Lohne. Genau dieser Vers, der Gruß Wilhelm Busch, war das letzte Wort an uns alle und an mich. Streitet nur unverzagt, seht auf die Krone. Nicht auf diesen Diener Gottes sehen, der seinen Kampf für das Evangelium beendet hatte und nun am Ziel war, sondern fest nach oben und nach vorne blicken und die Fackel des Evangeliums weitertragen. Ja, und es kommt dann dazu, wie dann Pastor Tegtmeier aufs Rednerpult steigt und dann noch ein paar Worte sagt, wie Busch gestorben sei und auch von ihm. Auch er erzählte ein Erlebnis, sagt er, mit seinem langjährigen Freund und schilderte dann, dass wie vor wenigen Tagen Busch auf der Rückreise nach einer Evangelisation in Sassnitz auf Rügen in Lübeck Halt gemacht hatte, um in einem Hotel zu übernachten. Am nächsten Morgen wollte er dann mit dem Zug nach Hause reisen. Er hatte etwas Essen bestellt, sprach einige freundliche Worte mit dem Kellner und las in einem Buch. Nach etwa 20 Minuten beobachtete der Kellner, wie sein Gast langsam zusammensank. Gott hatte seinen Diener schon dahin abgerufen, wo es weit besser ist. An dieser Stelle, so sagt Bühne, rief Tegtmeier mit bebender Stimme für mich unvergesslich aus. Oh, was für ein herrliches Ende. Meine lieben Brüder und Schwestern, was für eine Gnade Gottes, solch ein Ende. Ach, wie oft habe ich gebetet, dass Gott es mir schenken wollte. Ich möchte nicht eine Sichel sein, die in der Ecke an der Scheunewand verrostet. Ich möchte wie die Sichel sein, die mitten im Kampf, mitten im Dienst zerbricht. Es ist unserem lieben Bruder Busch geschenkt worden. Er sah den Tod nicht. Er kam unmittelbar vom Glauben zum Schauen. Er ist bei seinem Herrn alle Zeit. Was für ein Leben.
Gott sei Dank für das, was er durch Wilhelm Busch gewirkt hat. Er ist uns ein Vorbild in seinem Bekennermut, in seiner klaren Verkündigung der guten Nachricht von Jesus. Und er ist seinem Heiland in den Fußstapfen gefolgt, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Weil er klar war, dass Errettung allein nicht aus unseren Werken geschehen kann. Nicht aus unserem frommen Wesen, nicht aufgrund unserer Gebete, sondern allein durch den Mann Jesus Christus. Aber da gibt es jetzt eine Gefahr. Da gibt es eine Gefahr, die mich ein lieber Bruder kürzlich nochmal darauf hingewiesen hat. Die Gefahr beim Studium christlicher Biografien ist ja stets, dass man diese Männer des Glaubens auf eine falsche Weise nachahmt, indem man sie imitiert. Das ist nicht das, was Busch wollte, noch das, was Hebräer 13, Vers 7 sagt. Gott will nicht ein Luther 2.0 oder ein Wilhelm Busch 2.0. Gott macht stets Originale. Wir sollen nicht kopieren, sondern wir sollen kapieren, was Gott durch sie gewirkt hat und auch uns deutlich machen möchte. Und daher möchte ich schließen, wie einmal beschrieben wird in 1. Samuel 17, wie Saul versuchen möchte, dem David eine Rüstung, eine viel zu große Rüstung, eine unpassende Rüstung, es war nicht gewohnt, anzusetzen. Danach gürtete David sein Schwert über sein Kleid und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen Stab in der Hand und wählte sich 5 glatte Steine aus. Es geht nicht darum, dass David die Rüstung von Saul anziehen muss. Es geht um das eine, nämlich das, was in 1. Samuel 17, Vers 45 steht. Und genau das soll das Zeugnis Buschs uns auch vor Augen malen. David sagt, du kommst zu mir mit Schwert und Speer, mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen. Und das ist das Entscheidende, dass im Namen Jesus die Mauern fallen, dass im Namen Jesus, wer sich auf ihn verlässt, wer ihm vertraut, wer sich ihm weiht, wer sein Wort ernst nimmt, dann sagt die Schrift, wer sich auf ihn verlässt, der wird nicht verlassen. Psalm 9, Vers 11. Es geht nicht darum, dass wir zu Wilhelm Busch in der Verkündigung werden, sie irgendwie künstlich nachahmen oder imitieren oder Ruhm und Ehre anstreben, sondern es geht darum, treu zu sein, worüber Gott uns setzt. In diesem Sinne wollen wir die gezeichneten Fußstapfen von Wilhelm Busch folgen, insofern er uns zu Christus führt, auf ihn weist, mit den Zeilen schließen, auf den Mitgenossen geht, mutig durch die kurze Wüste, seht auf Jesus, wacht und fleht, dass Gott selbst zum Kampf uns rüste, der im Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Amen. Ich möchte noch einmal beten. Vater, wir danken dir für diesen deinen Knecht Wilhelm Busch und für das Feuer, was du in ihm angezündet hast. Ja, es war ein Lauffeuer und wir danken dir für sein Leben. Und Herr Jesus, du sagtest selber einmal, dass du gekommen bist, um ein Feuer anzuzünden und wie nach es dich gesehnt hat, dass es schon brennt. Er gibt auch, dass wir zu Fackelträger deiner Botschaft werden, der Botschaft vom Kreuz. Dass du gekommen bist, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Dank sei dir, Herr Jesus, für deine Gnade. Mögest du es auch heute schenken, uns Mut geben, mutig und treu zu sein. Und ja, noch viele durch das Zeugnis von Wilhelm Busch segnen. Darum bitten wir. In Jesu Namen. Amen. Der Pfarrer Wilhelm Busch wird in unterschiedlicher Literatur hier einmal nochmal dargestellt, was er geschrieben hat. Zur linken Seite gibt es auch eine DVD, wo man auch noch ein paar Bilder, beziehungsweise bewegte Bilder auch von ihm sehen kann. Der Verlag hat es nicht genehmigt, dass man diese Ausschnitte hier zeigt, aber das sei hier noch einmal angefügt. Da kann man sich nochmal etwas näher mit Wilhelm Busch beschäftigen.